Inhaltlich bin ich nun also soweit. Ich habe alle Bildfolien fertiggestellt und am Schluss auch noch diese Aufzählung zum Impressionismus. Vielleicht hast du dich gefragt, wie du es anstellen sollst, dass diese beiden hochformatigen Bilder auch wirklich gleich groß sind. Man könnte das über dieses Layout machen, über diese beiden Platzhalter, zwei Inhalte würden die Bilder auf die gleiche Größe gepresst. Nur habe ich hier das Problem, dass da ein großer Titelbalken darüber ist, den ich auch wieder löschen müsste. Ich habe die Bilder auf eine leere Folie gezogen und anschließend, als ich das zweite Bild dann in der Größe aufzog, hilft mir diese Ausrichtungslinie, wenn es genau gleich hoch ist wie das andere, und so kann ich es loslassen. Über Format kannst du auch die Bildgröße genau steuern. Also dieses Bild ist jetzt genauso wie das andere 14 cm hoch. Und über die Ausrichtung könntest du auch noch sicherstellen, dass beide Bilder zum Beispiel oben ausgerichtet sind und so auf gleicher Höhe liegen. Bei dieser Aufzählung stören mich diese eher groben schwarzen Punkte. Wie immer werden solche Aufzählungslisten über dieses Symbol gemacht. Falls also nicht automatisch eine Aufzählung eingefügt wurde, kannst du das nachträglich hier noch machen. Und hier hast du auch verschiedene Alternativen. Beim Überfahren werden sie gleich eingeblendet, nur sind eigentlich alle in diesem Fall nicht wirklich brauchbar. Hier in den Optionen kannst du noch Anpassungen vornehmen. Du könntest die Punkte in der Größe noch etwas kleiner machen und du kannst sie auch farblich anpassen, zum Beispiel durch ein etwas dezenteres Blau. Die Reihenfolge dieser Folien kannst du hier drin schon ändern. Etwas bequemer ist es in der Folienübersicht. Hier kannst du bequem einfach mit Drag und Drop die Reihenfolge ändern. Und wenn du dir jetzt einen ersten Überblick über dein Werk verschaffen möchtest, so tippst du in die erste Folie und klickst auf die Bildschirmpräsentation. Und so kannst du Folie um Folie formatausfüllend anschauen. Du siehst, durch das Duplizieren der Folien wurde eben gewährleistet, dass es konstant ist, dass zum Beispiel diese Bildunterschrift immer genau am selben Ort ist. Mit der Escape-Taste kommen wir wieder zur Folienübersicht und jetzt nutzen wir gleich die Gelegenheit, um wieder einmal zu speichern.